Für Trapezaufgabe gab es ja schon ein paar Tipps. Also erster Teil, die Gesamtfläche ist ein Trapez. Fläche für das Trapez 1/2 a plus c mal h. Die Größen sind gegeben. Also jetzt einsetzen. 12 cm plus 8 cm mal 7 cm. Das ist was fürs Kopfrechnen. 20 mal 1/2 mal 7 sind 70 Quadratzentimeter. Auch der zweite Teil ist keine große Hürde, nämlich ax ist die Hälfte von der Gesamtfläche. 35 Quadratzentimeter also. Und der dritte Teil jetzt. Gegeben ist also die Teilfläche 35 Quadratzentimeter und die Höhe bzw. Seite b ist 7 cm. Gesuchtes x. Jetzt haben wir wieder keine Formel für x, müssen wir uns also erstmal wieder selbst gestalten. Der Flächeninhalt ist x mal b, also umstellen durch b teilen und dann habe ich die Formel für x, ax durch b. Jetzt geht's Formelrechnen los. Also, Seite x ist ax durch b, 35 Quadratzentimeter durch 7 Zentimeter und das kriege ich hin, das sind 5 Zentimeter. Okay, das war's. Es muss also bei x gleich 5 geteilt werden. Und hier wieder so ein Ding, wo zwei Aufgaben drinstecken. Gegeben ist der Flächeninhalt und die eine Seite. Für den Umfang brauche ich aber die Seite b. Und jetzt geht es also los, Teil 1, erstmal b rauskriegen. Flächeninhalt ist a mal b, Seiten vertauschen. A stört, also b ist Flächeninhalt durch Seite a. Jetzt kann ich mit der Formel losmachen. Einsetzen. 66 Quadratzentimeter durch 12 Zentimeter und komme damit auf b 5,5 Zentimeter. Und jetzt kommt Teil 2, das jetzt kein Problem mehr ist. Ich weiß die Seite a, ich weiß die Seite b und jetzt kriege ich das schon hin. So, unser unförmiges Viereck sieht nur so windig aus. Zwei Linien reingezeichnet und ich habe ein graues Dreieck, ein rotes Trapez und noch ein graues Dreieck. Längen ablesen, Fläche ausrechnen, keine Hürde. Das Problem ist bloß, dieses unförmige Ding in beherrschbare Stücke zu zerlegen. So, wenn ich das ganze Viereck ausrechne, komme ich auf 4 mal 9, also 36 Quadratzentimeter. Es sollen aber nur 32 Quadratzentimeter sein. Dieses komische Dreieck dort, was abgesägt wird, das muss also eine Fläche von 4 Quadratzentimetern haben. Ja, das gucken wir uns mal an. Die Seite ist bekannt, 2 Zentimeter. Und jetzt brauchen wir nur noch nach der Seite D zu fragen. Okay, also ein Dreieck, das 4 Quadratzentimeter hat und eine Seite 2 Zentimeter und die zweite Seite ist gesucht. Na dann. Formel umstellen, erstmal Seiten vertauschen, Kunstgriff mit der 2 und dann muss ich durch h teilen. Und komme auf D. Ja, mit der Formel geht dann das Formelrechnen los. D ist also 2 mal Flächeninhalt durch Höhe. Einsetzen. Und der Rest ist dann keine Hürde mehr. Damit haben wir für die Strecke D 4 cm und können auch sagen, wo der Punkt zu liegen kommt. Fangen wir mit dem Quadrat an.
2 Meter in 4 Teile geteilt, heißt, jede Seite ist 50 cm lang oder 0,5 Meter. Beim Rechteck ist eine Seite 30 cm, es bleibt also für die andere Seite 70 cm übrig. Und wenn ich 30 mal 70 ausrechne, komme ich auf 2100 Quadratzentimeter, während beim Quadrat 50 mal 50 2500 Quadratzentimeter rauskam. Die langgestreckte Figur hat also einen geringeren Flächeninhalt. So. Die Aufgabe wäre ja so schön, wenn man nur das gesamte Rechteck ausrechnen bräuchte. 4 cm hoch, 9 cm lang, 36 Quadratzentimeter. Aber jetzt muss noch was weg. Und zwar zwei kleine Dreiecke, die jeweils genau einen halben Quadratzentimeter groß sind. Und der Kreis. Ja. Für den Kreis Pi mal R Quadrat komme ich auf 3,14 Quadratzentimeter. Und damit kann ich auch die gelbe Fläche jetzt locker ausrechnen. Okay, die Schwierigkeit war also wieder von einer großen Fläche mehrere Teilstücke wegzunehmen. Das Dreieck im Koordinatensystem. Grundseite 5 cm, Höhe ist 8 cm und aus 5 mal 8 durch 2 kriege ich noch den Flächeninhalt im Kopf raus, 20 Quadratzentimeter. Dieses grüne Dreieck hat also eine Fläche von 20 Quadratzentimetern. Wenn 30 Quadratzentimeter rauskommen sollen, dann muss die Grundseite ein Stück länger sein. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder über Formel umstellen, wer will, kann aber auch eine Proportion machen, 5 cm. Grundseite bringen 20 Quadratzentimeter. Und wie viel Zentimeter bringen dann die 30? Klar, 7,5. Das war's. Und zum Schluss noch die Aufgabe zum Knabbern. Ein Dreieck mit einer Grundseite von 9 cm und der Höhe von 9 cm. Die Fläche auszurechnen ist erstmal keine Hürde. 9 mal 9, 81, Hälfte davon, 40,5 Quadratzentimeter. Das ist das große Dreieck. Spannend wird es aber jetzt bei dem kleinen Dreieck. Ich kenne nicht die Seite x und ich kenne auch nicht die Höhe hx. Aber ich weiß, dass beide gleich sind, also kann ich schreiben, Flächeninhalt ist 1/2 mal x Quadrat. So, und jetzt x alleine und am Schluss Wurzel ziehen auf beiden Seiten. X ist also Wurzel aus, 2 mal kleine Dreiecksfläche. Das war die Formel und jetzt heißt es einsetzen. 2 mal die kleine Dreiecksfläche ist also die große Dreiecksfläche und ich stehe bei der Aufgabe Wurzel aus 40,5. Damit komme ich auf die Strecke x 6,36 cm. Die Höhe hx ist auch 6,36 cm und damit kann ich mir die verbleibende Höhe für das Trapez unten ausrechnen.